endlich wieder grüner Rasen für Gerino Capretti und sein SC Verl. Corona-bedingt mussten jetzt zweimal zuschauen und seine Jungs hatten Lust gegen den VfB Lübeck. Von Beginn an Zlatko Janjic mit der ersten Chance nach 12 Minuten. Freistoß aus 20 Metern, abgefälscht von Mirko Boland. Der wäre fast noch hinten hinter Räder ins Tor gerutscht. Verl machte weiter. Die waren wirklich heiß. Sie haben es alle angekündigt und sie zeigten es auch. Vor allen Dingen dieser Zlatko Janjic. Gut eingesetzt von Steffen Lang. Und hier musste wieder Lukas Räder ran, der Torhüter des VfB Lübeck. Zuletzt ja 2:0. Am Ende hieß es dann auch immer Sieg für den VfB. Sind also gut in der Spur. Hier hatten sie ordentlich zu tun mit den Verlern. 29. Spielminute. Räder im Nachfassen. Gut von der rechten Seite Stefan Lang auf Julian Schwermann. Da musste er mal ganz kurz nachfassen. Was war mit Lübeck? Die wollten sich auch mal vorne versuchen. 42. Spielminute. Das ist Yannick Deichmann. Guter Ball in die Mitte. Ersin See hier. Und dann der Abschluss von Marvin Thiel. Aber übers Tor. Erste Annäherung für den VfB, klasse Einzelaktion von Deichmann, dann hier zu kurz verteidigt. Am Ende aber keine Gefahr für Robin Brüsicke. 0:0 zur Halbzeit und haben wir den Lübecker Coach mit Kopfhörern im Ohr, Rolf Landahl. Kein Podcast, den er da gehört hat, sondern er war in Kontakt mit Videoanalyst. Sie mussten was ändern und taten das auch. Wurden offensiv gefährlicher. Die 59. Klasse Ballannahme hier von Deichmann. Und dann butterweiche Flanke auf den Kopf von Pascal Steinwender. Die Führung für den VfB. Wunderschön rausgespielt hier. Die Ballannahme schon sensationell. Dann legt er den sich auf einen anderen Fuß und macht's wunderbar auf Steinwender. Dritte Vorlage für das erste Profitor von Pascal Steinwender. Klasse Kopfball, hat er am Pendel ordentlich gelernt. Jetzt musste Verl kommen. Sie brachten Aygün Yildirim in die Partie. 4 Minuten später kam er auch zu seinem ersten Ballkontakt. Und was für einer. Drin das Ding. 1:1. Klasse Ball von Zlatko Janjic. Und Aygün Yildirim zeigt, wie gut er ist. Sein 5. Tor in dieser Saison. Tolle Vorarbeit. Der Torhüter Räder war schon draußen, konnte nichts machen. Aber den musste auch erstmal so reindrücken, wie hier Aygün Yildirim das gemacht hat. 1 mit Sternchen. Danach hüben wie drüben, Chance um Chance. Jeder wollte das Tor. Lübeck brachte Benjamina für Okungbowa, Stürmer für Verteidiger. 90+1. Seh hier auf Yannick Deichmann, Siegtreffer in der Nachspielzeit. Für den Mut belohnt Rolf Landahl. Das konnte keiner glauben, dass er da den Abwehrspieler rausnimmt, Stürmer reinbringt. Aber seine Mannschaft hatte verstanden. Seh hier mit der Vorarbeit, zuletzt der Siegtreffer beim KFC. Hier wichtig und Deichmann brachte seine Jungs zum Jubeln. Lübeck siegte. Und sie bedanken sich beim Held des Tages und natürlich auch beim Trainer, dass er ihn trotz Zwicken drin gelassen hat. Dann hat mich der Coach erst hinten links zurückgestellt und ich habe gemerkt, das wird eng. Und ja, ein Glück hat er mich dann kurz davor noch ein bisschen vorne rumspielen lassen, damit ich ja, glücklicherweise dann den Schuss noch reinmachen konnte. Wir hätten Deckel drauf machen können mit dem 2:1. Aber wenn du vorne das Ding nicht machst, wirst du halt hinten bestraft. Wobei ich sagen muss, wir haben es den Gegner einfach gemacht, heute Tore zu schießen. 2:0 gegen Viktoria Köln, 1:0 gegen Uerdingen und jetzt 2:1 im Aufsteigerduell. Die können gar nicht mehr aufhören zu feiern, die Lübecker. Gratulation an dieser Stelle für diese klasse Serie. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.